Kann ich vielleicht hier rein? Oh my fucking God! Oh, scheiße. Hallihallöchen, meine liebsten Freunde! Nachdem ich jetzt 1 Million Jahre gebraucht habe, das Ganze hier wieder zu setupen und ihr irgendwie so einen Monat oder zwei auf dieses Video gewartet habt, gibt es jetzt das FAQ! Yay! Ganz wichtig, Ginger, wie säuberst du deine Flügel? Wie ihr natürlich alle wisst, habe ich normalerweise Flügel. Nicht so wie jetzt, wo irgendwie alles tot ist und ich mein altes Model nochmal benutzen muss, aber pssst. Und eine wirklich simple Antwort auf diese Frage ist, als ob ich mich waschen würde. Frage, was hältst du von der heutigen Jugend? Ich würde sagen, das sind alles ganz komische Leute. Da haben fast 500 Leute irgendwelche Fragen in meine Kommentare geschrieben. Wirklich seltsam. Dankeschön für all die Fragen. Wie gut kannst du Privates mit Arbeit trennen? Das ist eine wirklich ausgezeichnete Frage, denn ich weiß natürlich perfekt über Work-Life-Balance und deren Bedeutung und Wichtigkeit Bescheid. Ach, endlich schlafen. Ja, Mensch. Ach. Habe ich eigentlich schon das Video für nächste Woche geschnitten? Oh fuck, wir haben ja schon nächste Woche. Nein, jetzt habe ich schon wieder kein Video. Die werden mich mästen. Okay, ich schlafe jetzt. Ich schlafe jetzt. Auch wenn sie mich fertig machen, ich schlafe jetzt. Ich hasse alles. Was denkst du über Pen- und Paper-Rollenspiele? Ich habe schon ein paar One-Shots D&D gespielt, aber ich muss gestehen, dass ich noch ein bisschen zu antisozial bin, um Pen and Paper zu spielen und ja, lieber alleine bin. Und weine. An sich finde ich Pen and Paper aber wirklich cool und damn kreativ. Erstens bist du mega sympathisch. Dankeschön. Und was ist deine Lieblingspizza? Lass mich raten, ihr möchtet jetzt alle, dass ich es sage. Pizza Hawaii. Eigentlich ist meine Lieblingspizza alles, wo Soße Hollandaise drauf ist. Also richtig schön fett. Aber ich mag auch Pizza Hawaii. Kannst du mal so richtig wie ein Anime-Mädchen sprechen? Nö. Wie findet deine Familie deinen Job? Wie ihr ja bestimmt alle wisst, bin ich hauptberuflich Content Creator. Also, ich mache hauptberuflich YouTube-Stuffs und Stuffs auf Spotify und Stuff auf Twitch. Ob ich wohl schon Stuff gesagt habe? Aber wie ich auch in meinem Debütvideo erzählt habe, das ihr natürlich alle schon gesehen habt, weil ihr fleißige Bienchen seid, bin ich, sobald ich erwachsen war, aus der Unterwelt entflohen und habe demnach kaum bis keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Aber als wir noch Kontakt haben, haben sie nicht so wirklich verstanden, was ich gemacht habe. Kann ich nachvollziehen? Ich verstehe auch nicht so richtig, was ich hier mache. Was war deine erste Synchronsprecherrolle und wie bist du da rangekommen? Ich bin kein Synchronsprecher und habe demnach noch nie irgendwo mitgesprochen. Was hältst du von deiner Community? Alles Idioten. Und was gefällt dir von ihnen am meisten? Dass sie alle Idioten sind? So wie ich! Als was hast du gearbeitet, bevor du VTuber geworden bist? Oder wolltest du schon immer streamen? Bis auf den Moment, wo ich mich entschieden habe, Vollzeit Content Creator zu werden und Streamer zu werden, habe ich tatsächlich gedacht, dass ich das niemals machen wollen würde. And here we are now. Aber ich habe eben gemerkt, dass das ist, was ich am besten kann und was ich machen möchte. Wenn auch wirklich spät. Bevor ich Content Creator war, war ich noch in der Schule. Actually. Während der Zeit bin ich viel putzen gegangen, um mein Geld zu verdienen. War es viel Arbeit, immer wieder so viele Charaktere zu erstellen für deine Videos? Also, ein 3D-Model zu erstellen, ist natürlich immer viel Arbeit. Zumindest, wenn du es schön machen willst. Aber genau deswegen habe ich doch nicht für jedes Video einen neuen Charakter erstellt. Das ist doch teilweise derselbe, den ich dann halt öfter benutze. Was wolltest du mit YouTube, Twitch etc. erreichen? Oh Gott, ich glaube, da kommt jetzt eine richtig langweilige Antwort von mir. Ich wollte Spaß haben! Ich habe mir jetzt nie wirklich irgendwelche Abo- oder Follow-Ziele gesetzt. Wohl 69.000 Abos auf diesem Kanal schon eine Zahl wäre, über die man ein paar Wochen lachen könnte. Aber ja, hauptsächlich wollte ich ein bisschen Spaß haben und von meinem Spaß etwas abgeben. Und wehe, ihr habt während diesem Video keinen Spaß. Sind deine Augen eigentlich etwas an Kurumi angelehnt? Ich hasse mein Leben. Kannst du mal FAQ als Wort sagen? Ach so, meinst du etwa fuck? Oder meinst du you? Oder meinst du you? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Okay, Leute, für die nächste Frage möchte ich mit euch mal woanders hingehen. Es ist nämlich echt schön hier. Auf den Berg. Da wollen wir jetzt hin. Auf den Berg. Hallo! Ist das nicht wunderschön? Gibt es einen Grund, weshalb dein Charakter Heterochromie hat? Für alle, die es nicht wissen, Heterochromie ist eine Krankheit, die dafür sorgt, dass du zwei verschiedene Augenfarben hast. Also zum Beispiel wie ich, hier rot
Da gelb. Und ja, weil meine Mutter mich so aus ihrer wunderschönen Waage gepresst hat, sehe ich so aus, wie ich aussehe. Kann man mit den Flügeln wirklich fliegen? Und wenn ja, wie schnell? Ich esse keine Seelen, weswegen mein Körper nicht ganz ausgewachsen ist und meine Flügel zu schwach sind zum Fliegen. Hast du schon mal überlegt, zu einem 2D-Model zu switchen oder bleibst du für immer 3D? Natürlich habe ich das schon überlegt. Denn wie wir alle wissen, Flat is Justice. Aber ich will damit warten, bis ich die Chance auf ein richtig schönes 2D-Model kriege. Kannst du mal ein Video machen, wie du zeigst, wie du deinen Char zeichnest. Aber natürlich! Hallo Leute und willkommen bei Gingers Bastelstunde. Ich habe hier voll viele Haare am Mikro, das gibt doch nicht, ey. Heute malen wir Ginger und fangen an mit einem großen Kreis. Ungefähr so. Dann kommen die großen Hörner. Nochmal hier und nochmal da. Nicht zu vergessen, der dicke Schwanz. Ein wunderschönes Lächeln und die Augen, die sie von Kurumi geklaut hat. Rot und gelb. Das ist meine Zeichnung. Viel Spaß beim Zeichnen und bitte holt mich hier raus. Welchen Traum hattest du, bevor du VTuberin geworden bist? Hattest du den Traum, etwas Bestimmtes zu werden? Ich hatte in der Unterwelt eine wirklich verstörende Kindheit. Ja, wir reden nicht weiter drüber. Demnach war mein Traum, einfach nur erwachsen zu werden und der Unterwelt zu entkommen. Wieso machst du Content auf Deutsch? Dein Englisch ist ja ziemlich gut. Die bessere Frage ist, wenn meine Muttersprache Deutsch ist, warum sollte ich auf Englisch Content machen? Ich fühle mich wohl in meiner Sprache, kann mich relativ gut, meistens zumindest, artikulieren. Und interessanten Content zu machen, ist ja schon schwer genug. Warum sollte ich mir dann mit einer Sprachbarriere noch mehr Steine in den Weg legen? Bist du in deinem Privatleben auch immer so lustig drauf wie im Stream oder ist das nur deine Rolle? Das hat nichts mit Privatleben oder Stream oder irgendeiner Rolle zu tun, sondern ist natürlich 100% ernst gemeint. Alles nur eine Apfelsaftfrage, um mal mein wirklich gutes Image weiter aufrechtzuerhalten. Alter, was war das? Holy fuck. Alter, bitte, bitte hör auf. Das macht mir Angst. Da kommen gleich die Ureinwohner und töten mich, ey. Face Reveal. Okay, das wird mir jetzt zu hoch. Erstens verstehe ich nicht, wo die Frage ist. Und zweitens konnte ich im Internet nichts über Reveal finden. Vielleicht hat der Rewe einfach keine Aale. Hast du einen Zweitkanal und wann streamst du auf Twitch? Wow, ich habe diese Frage natürlich absolut nicht rausgesucht, um ein bisschen Werbung für meinen Twitch und meine anderen Kanäle zu machen. Aber ich habe einen Zweitkanal, auf dem ich singe und deutsche Covers mache und nice Musikvideos dazu. Des Weiteren habe ich seit neuestem einen VOD-Channel eröffnet. Quasi ein Channel, wo ihr meine vergangenen Twitch-Streams nachgucken könnt. Da wurde öfter nachgefragt und eure Gebete wurden erhört. Des Weiteren streame ich meist 3 bis 4 Mal die Woche abends so circa ab 18 Uhr. Ihr könnt gerne vorbeikommen und ein bisschen gute Laune in den Chat scheißen. Wie viel Apfelsaft trinkst du am Tag? Ja. Oh, kann ich das nächste Q&A beginnen? Nein, deswegen lese ich dich erst jetzt vor. Was sind mit Abstand deine Lieblingsspiele von denen, die du bisher schon gespielt hast? Ich mag eine Menge Spiele und ich spiele auch viele Spiele. Aber mein absoluter Liebling ist und bleibt Hollow Knight. Das ist ein süßes Metroidvania, wo du als kleines Käfer-Dingens durch eine verseuchte Welt läufst und versuchst, diese zu retten. Die Story wird ähnlich erzählt wie in Dark Souls, also sehr, sehr passiv. Und die Kämpfe können sauschwer sein. Finde ich wirklich mega nice und habe ich super viel gespielt. Welches kommende Spiel hype dich am meisten im Moment? Wow, zum Glück habe ich gerade eben gesagt, was mein Lieblingsspiel ist. Denn der zweite Teil von diesem Spiel soll irgendwann demnächst rauskommen. Hollow Knight Silksong. Und da freue ich mich extrem drauf. Wie lange machst du schon YouTube und wie lange willst du es noch machen? Ich mache jetzt, glaube ich, YouTube seit ungefähr 7 Jahren. Oder so. Dieser Channel hier läuft aber aktiv erst seit, glaube ich, ungefähr 1 Jahr. Und hoffentlich wird er noch viele Jahre weiterlaufen. So lange eben, bis der Punkt gekommen ist, an dem es mir keinen Spaß mehr bereitet. Aber ich hoffe, dass das noch sehr lange dauern wird, bis wir dort ankommen. Bist du confident mit deiner IRL-Person oder nur im VTuber-Mode? Ich weiß nicht so genau, wie du das meinst. Vielleicht meinst du das so in die Richtung, dass manche ja erzählen, dass sie so eine Art Streamer-Persönlichkeit haben. Also sobald der Stream oder eben das YouTube-Video an ist, sind sie eine andere Person. Ich würde sagen, dass ich im Video oder on-stream ein genauso großer Menschenangst-Scheißhaufen bin, wie auch außerhalb des Streams. Nur im Stream oder in meinen Videos bin ich ja in meinem schönen Safe Space, wo mir niemand reinreden kann. Und hier fühle ich mich gut. Ah! Okay, Leute, das hier ist zwar echt schön, aber ich glaube, es wird wieder Zeit, die Szenerie zu wechseln. Okay, runter vom Berg.
Na, 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 runter vom Berg. Hallo Leute, wir sind da. Wie hast du deinen Cutter gefunden? Wie ihr ja wisst, habe ich zwei Cutter für diesen Kanal. Einmal den guten Steve Gorn und einmal den Dr. Wurstpeter. Beide davon habe ich im Prinzip gefunden, weil sie auch Zuschauer auf meinem Twitch sind. Aber den Wursti habe ich schon vorher nice'n Scheiß cutten sehen. Und Steve hat sich einfach bei mir gemeldet. Hast du schon mal in einem deiner Drunk-Streams mit dem Apfelsaft zu weit getrieben? Sehr peinliche Frage. Die Antwort ist, ich würde sagen nein, weil ich einfach immer aufgehört habe, wenn ich gemerkt habe, dass es zu viel wurde. Aber in dem Cooking Simulator Stream war ich schon echt durch, ey. Das ist schon echt grenzwertig gewesen. Hast du eigentlich einen Freund? Ja! Kannst du mal ein Hüpfen machen? Wäre nice. Nein, natürlich nicht. Zeigst du uns mal deinen YouTube-Verlauf? Ach komm, Leute, das ist doch eine langweilige Frage. Was soll ich denn da Komisches drin haben? Ich kann das erklären. Okay, Leute, das war's auch für dieses FAQ und ein bisschen noch für dieses Jahr. Ich habe mich sehr angestrengt, dieses Video auf jeden Fall noch dieses Jahr zu bringen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann würde ich sagen, lasst euch nicht von den Bettwanzen zwicken. Lasst das Jahr gut ausklingen. Und übertreibt es nicht mit dem Apfelsaft. Küsschen aufs Nüsschen. Hashire Sorio, Kaze no Yoni.